Menschen kennen das, die Methodik BIM, aber keiner kann richtig greifen, wie kann ich das umsetzen. Guck mal, aber hier ist jetzt noch gar nichts verdichtet, ne? Bis jetzt noch nicht, nee, du machst das ja jetzt. So, Freunde, ich bin heute mal wieder für euch on Tour und zwar auf einer Baustelle, aber nicht auf irgendeiner Baustelle, sondern MTS hat mich eingeladen und MTS wird einigen Zuschauern bereits was sagen, denn ich war bereits mal hier und habe mir die HoloLens im Bagger, also quasi die Baustelle der Zukunft, angeschaut. Aber das ist gar nicht mehr so viel Zukunftsmusik und das zeige ich euch heute, denn heute geht es um BIM. BIM heißt Building Information Modeling. Und natürlich gucken wir uns das heute an in der Praxis. Aber ich bin natürlich jetzt hier nicht der Profi, sondern man hat mir den Dietmar an die Seite gestellt. Das ist Dietmar, wurde mir angekündigt als derjenige, der quasi alles weiß. Erstmal muss ich sagen, du hast schon mal eine verdammt coole Mütze auf oder einen Hut. Ja. So ein Strohhut steht mir irgendwie nicht so. Ich mache das heute mal ohne, auch ohne Sonnenbrille, was nicht ganz leicht ist. Und wir reden jetzt direkt erstmal über das Thema BIM. Steht für? Digitales Planen, digitale Ausführung und dadurch digitale oder bessere Abrechnung von Bauarbeiten im kommunalen Tief- und Verkehrswegebau. Kurz noch mal zu euch, MTS. Ich meine, ich kenne euch ja schon relativ lange. Was ich festgestellt habe, ihr seid sehr praxisnah. Und das ist kein Zufall, denn ihr habt ja im Prinzip die Baufirma, das Bauunternehmen im Hause, ne? Ganz genau. Alle Produkte, die wir in unserem Maschinenbau herstellen, wenden wir bei uns im Tiefbau in der Firma Schrode Bau an. Wir haben ja jetzt hier keine echte Baustelle, sondern eine Demo-Baustelle, denn wir müssen kurz dazu sagen, wir haben heute hier ein Event. Ne? Wie nennt ihr das? Innovationstage BIM in der Praxis nennt sich die Veranstaltung. Wir haben eine kleine Baustelle simuliert hier und versuchen mit dieser simulierten Baustelle den Leuten nahezubringen, was BIM in der Praxis bedeutet. Theoretisch kennt das jeder oder viele Menschen kennen das, die Methodik BIM, aber keiner kann richtig greifen, wie kann ich das umsetzen in meinem alltäglichen Baugeschäft. Ich sehe Aushub, ich sehe eine Raupe, ich sehe einen Bagger. Da vorne sehe ich noch einen Bagger und da sehe ich noch einen Bagger. Und da habe ich eine Straße. Bau ist ja echt immer eine Sache, wo so viele Parteien mit drin sind. Da kann ja schnell mal Chaos entstehen, oder? Jeden Tag kann da sehr viel Chaos entstehen. Und das haben wir auch versucht, mal darzustellen in einem sogenannten Wimmelbild. Und wenn du da lange genug drauf schaust, wirst du immer wieder noch zusätzliche Sachen erkennen nach einer Stunde Zeit, die du am Anfang nicht gesehen hast. Und das soll auch so ein bisschen das Chaos in dem Bauprozess, wie er aktuell meistens vorliegt, auch darstellen. Das heißt jetzt so Sachen wie, nennen wir es ruhig mal, Flughafen? BER? Ja, Flughafen BER ist natürlich ein Paradebeispiel in der Bundesrepublik Deutschland, brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber da ist wahrscheinlich irgendwas geplant worden, das war aber nicht ausgereift und während den Arbeiten treten dann letztlich die Probleme auf. Und dann müssen die Probleme wieder gelöst werden. Es gibt Zeitverzug, es gibt Mehrkosten, die Bauzeit verzögert sich bis ins Unendliche. Ja, und letztendlich steht dann ganz am Schluss die Riesenblamage für alle Beteiligten da. Ihr habt jetzt hier so ein paar Station. Wir haben ja grüne Wiese erstmal. Ja. Das heißt, ich muss da als Vermesser jetzt erstmal hier rumlaufen mit so einem, macht man ja heute eigentlich nicht mehr, dass man mit einem Nivelliergerät und mit einer Messlatte da rumläuft, oder? Ja, das ist halt mit dem Rover rennt man dann heutzutage rum und das wird halt im Vorfeld gemacht. Genau, Rover sieht aus wie so ein Speer und oben hast du einen Pilz drauf und das ist ein Differential-GPS, glaube ich, ne? Das heißt, es ist wirklich auf einen Millimeter genau? Nein, Zentimeter genau. Okay. Also im ersten Step ganz wichtig, die Daten brauchst du. Kriegst du einen großen USB-Stick, ne? Weil das sind ja eine Menge Daten, da muss der Stick ein bisschen größer sein. Und wer ist das? Wer ist jetzt wer hier? Der Planer. Okay. Und der gibt die Daten an den Bauunternehmer, den Ausführenden. Dann bist du hier schon mit der Raupe gefahren? Wir haben unser Baufeld abgesteckt, entsprechend vermessen und eingegrenzt, Punkte festgelegt, Höhenpunkte, Festpunkte. Und hier soll dargestellt werden, wie die Planierraupe dann erstmal den Oberbodenabtrag macht in dieser Baumaßnahme. Was natürlich genau vorher festgelegt wurde, in welchem Bereich das soll, in welcher Stärke, wo das Material hin soll. Also im Prinzip, dass die Modellierung, dass die Steigung, Gefälle, Breite und so weiter alles erstmal grob ganz stimmt. Genau, so damit die weiterarbeiten können, genau. Jetzt ist das ja automatisiert, aber
heißt nicht, dass der Fahrer nicht drin sitzt, dass es autonom fährt, sondern die Schildsteuerung. Das ist Steuerung greift in die Hydraulik der Raupe rein. Der Raupenfahrer muss im Prinzip nur die Raupe lenken. Genau. Und aufpassen, dass er keinen über den Haufen rennt. Und 3D erkennt man ja auch übrigens daran, dass wir hier zwei GPS-Pilze haben. Ja, wir haben einen Topf, der im Prinzip dem System sagt, wo ist die Planierraupe, der Bagger im Moment. Und ein anderer Topf sagt dem System dann, der Bagger oder die Raupe, die bewegt sich jetzt. Da und da, so und so, damit wir die Bewegungen dann auch abgebildet bekommen. Ich bin sowas auch schon mal gefahren. Hast du das Video gesehen, wo ich die DL fahre in Amerika? Oh, du siehst ja nichts. Verdammte Axt. Der Krämer ist hinter mir. Alter Falter. Die ich kaum gesehen bei der großen Raupe. Das stimmt. Die ist schon ein bisschen größer. Und ich hatte keine Steuerung, weil ich hatte nachher so. Ja. Aber mit einmal reinschieben hattest du quasi zwei Familienhauskeller. Aber macht Spaß, gell? Das war lustig. Ja. Ich bin 1,90. Du sitzt oben drin und du siehst, wie hier die Erdmassen rauskommen. Kannst du dir vorstellen, was los ist? 936er Kurzheckbagger. Für die reguläre Tiefbaubaustelle schon ordentliches Gerät. Ne? Von der Bezeichnung her sagt man 36 Tonnen, der kann auch bis 38 gehen, je nach Ausstattung. Also in der Klasse ist das so. In der Größenordnung, ja. Der kann schon was. Ihr habt jetzt hier verschiedene Anbaugeräte. Yep. Das heißt, wir haben hier den Löffel und treue Zuschauer werden das wahrscheinlich kennen oder ihr arbeitet selber mit Oilquick. Das heißt, wir haben einen vollhydraulischen Schnellwechsler. Ich sage immer, der Bagger wird zu deinem Schweizer Taschenmesser. Ganz einfach zu bedienen und innerhalb von einer Minute habe ich dann mein Anbaugerät gewechselt. Ich muss sagen, ich dürfte wahrscheinlich 2 Minuten gebrauchen, weil ich muss das erstmal wieder positionieren. Aber ich mache das ja auch nicht jetzt jeden Tag, ne? Genau. Was haben wir hier noch? Das ist ein Rohrgreifer. Ja, das ist ein Rohrrundgreifer. Da brauche ich aber keinen Schnellwechsler führen, weil der sitzt einfach an der Kette. Der Rohrrundgreifer ist angebracht mittels einer Kette an unserem hydraulischen Rohrschieberadapter. Mit diesem hydraulischen Rohrschieberadapter können wir fachgerecht alle Rohre ab DN 300 bis DN 1000 ohne eine entsprechende Verbreiterung verlegen. Wie macht ihr das? Also wir nehmen den hydraulischen Rohrschieberadapter auf, schwenken rüber zu dem Rohr. Der Baggerfahrer kann alleine das Rohr anhängen, hebt das rüber. Also wenn der den anhebt, schließt der Rohrrundgreifer. Wir schwenken rüber zum Graben. Der Mann nimmt das Rohr im Prinzip in Empfang, macht sein Kleidmittel drumherum. Wir setzen das Spitzende an die Muffe des bereits verlegten Rohres an. Und dann setzen wir unseren hydraulischen Rohrschieberadapter, da ist da hinten so ein Winkel, den setzen wir auf. Und dann wird mit einem vordefinierten Druck dieses Rohr in das andere Rohr reingeschoben. Das heißt unterm Strich deutliche Vereinfachung für Anwender, für den, der unten immer im Graben steht. Aber hat jetzt in erster Linie noch nichts mit BIM zu tun. Das ist ja auch so eine eurer Kernkompetenzen hier, Maschinenbau, Anbaugeräte. Hat im Prinzip auch mit BIM zu tun. Wieso? Die Automatisierung spielt automatisch mit der Digitalisierung alles in BIM rein. Was hat ich das vereinfache jetzt, die Arbeit. Was hat das jetzt mit BIM zu tun? Der Arbeitsablauf als solches. Der ist ganz anders definiert, weil er vereinfacht wird. Weil er ganz einfach vereinfacht wird und der Arbeiter, der unten im Graben ist, wird wesentlich entlastet. Und ich nutze meinen Bagger wesentlich wirtschaftlicher, weil er mehr arbeiten kann. Er hat nicht so viel Stillstandszeiten am Tag. Okay, also dann versteht das richtig, dass das nicht nur heißt, okay, ich habe alles digitalisiert und die ganze Prozesskette ist dann digital, sondern ich gucke mir auch die Arbeitsabläufe an und gucke, ob ich da optimieren kann. Ganz genau. Effizienz. Und dann kommt es noch auf die fachgerechte Verlegung des Rohres an. Die ist ja auch nicht zu verkennen. Ich kann hier nicht einfach nur ein Rohr in den Boden knallen, dann macht das da rein. Damit ist das nicht getan. Das muss schon fachgerecht sein, gemäß Angaben vom Rohrhersteller oder gemäß den Vorgaben vom Güteschutzkanalbau. Das hat mein Opa auch immer schon zu mir gesagt. Du musst immer gucken, sagt der Junge, dass du das Rohr fachgerecht verlegst. Ne? Gut, okay. So, aber hier hast du auch noch andere Anbaugeräte. Haben wir euch im Prinzip auch schon mal gezeigt. Anbauverdichter. Und das noch mal kurz erklärt. So ein Anbauverdichter ist natürlich eine mega coole Sache, weil du brauchst nicht mehr mit der Rüttelplatte in den Graben, wenn du einen hydraulischen Schnellwechsel hast. Also vollhydraulisch, wo das Öl dann auch quasi diese Mediendurchführung ist, dann brauchst du nicht mehr aussteigen. 2 Minuten später ist er dann schon am Verdichten. Und ich habe mir auch sagen lassen, dass die Maschinen viel effizienter, viel schonender eingesetzt werden, weil wenn du zum Beispiel sagst, der Löffel ist eigentlich nicht 100% dafür geeignet, du hast aber noch einen anderen, dann wechselst du den eben. Früher hast du das vielleicht so gemacht, es muss gehen, ich habe jetzt keine Lust zu wechseln und machst dann irgendwie was eigentlich nicht optimal ist. Ne? Mit einem vollhydraulischen Schnellwechsel habe ich die Möglichkeit, dass ich da ruckzuck wechseln kann auf das, was ich brauche. Du bist aber auch viel auf Baustellen unterwegs, ne? Ja, jeden Tag. Denn was machst du eigentlich bei MTS so? Ja, ich bin also Anwendungsberater, so nennt sich das offiziell. Und der Kunde hat einen Bedarfsfall, der meldet sich bei mir.
ich berate den Kunden, empfehle dem ein Gerät, nach Möglichkeit kauft er das dann noch bei mir oder mietet das Gerät oder macht eine Demo. Und dann weise ich das Personal auf der Baustelle ein, schaue, dass der Bagger richtig eingestellt wird vom Kundendienst des Baggerherstellers, damit das Gerät auch ordnungsgemäß funktioniert. Und dann kriegen die Leute die Arbeitsweise von mir eingehend erklärt. Und dann lasse ich die Leute arbeiten während ihrer Arbeit. Ich stelle also die Baustelle nicht still. Klar, einen kleinen theoretischen Teil ist immer dabei. Und dann lasse ich die schaffen, die Jungs. Und wenn ich merke, dass der Grosche gefallen ist, dann sage ich, tschüss, das war's für heute. Und wenn er Fragen habt, ruft er mich an, komme ich übermorgen wieder, wenn es sein muss. Was ist denn so die häufigste Frage, wenn du in dem Metier hier unterwegs bist? Die häufigste Frage? Ja, oder sag mal die Top 3 Fragen. Zuerst mal, welches Gerät setze ich wann ein? Wir haben mal so ein Beraterbeispiel vor uns liegen, wenn ich das kurz erläutern kann. Wir haben hier zwei Anbauverdichter liegen. Einmal rechts dieses lange Gerät ist ein Universalverdichter. Das ist ein vollumfänglich zugelassenes leichtes Verdichtungsgerät zur Verdichtung der Rohrleitungszone bis 1 Meter über Rohrscheitel gemäß Güteschutzkanalbau. Das ist geregelt in der DWA A139. Die du natürlich auswendig kennst. Nee, die DWA A139, okay, die ist auswendig, aber ich weiß nicht. Aber die 1.8. So, und das darf ich kurz unterbrechen, weil sonst, ich muss das ja auch nachvollziehen können. Ja. Du hast gesagt, vollumfänglich zugelassen über Rohr, weil der kann nicht so viel kaputt machen, weil er nicht so viel Wumms hat? Ja, das ist ein Hopser für eine Bagger. Hopser, Stampfer, Wackerstampfer, Ammannstampfer, Hopser, kennt doch jeder. Ja. Gell? Und das ist der Hopser für eine Bagger. Okay, und wenn du das falsch bedienst, dann hast du eventuell ein Problem. Wenn ich daneben den Anbauverdichter einsetze, das ist ein schweres Verdichtungsgerät, setze den zu früh ein, dann werde ich wahrscheinlich dieses Stahlbetonrohr da unten im Graben beschädigen. Krass. Und das Problem ist, du siehst es dann nicht direkt, dann hast du vielleicht einen Schaden, eine Undichtigkeit und so weiter. Hier wird bei der Kamerabefahrung festgestellt, wenn der Graben zu ist. Und dann heißt es, Rohr wieder rausholen. Macht Spaß, kostet Geld. Wird die Kamerabefahrung gemacht, bevor alles abgenommen wird oder nur, wenn irgendwo Stress ist? Die soll gemacht werden, wenn der Kanal gelegt ist, bevor verfüllt wird. Aber ich dachte immer, das wird gemacht, wenn irgendwo was weiß ich, was verstopft ist. Aber das wird tatsächlich gemacht zur Abnahme, dass alles einmal... Ja, da wird im Vorfeld werden die Kanäle dann abgefahren und überprüft, ob der fachgerecht verlegt ist. Weil wenn der, solange der Graben noch auf ist, sage ich jetzt mal, ist er natürlich um einfach so, wenn er nicht ganz zu ist, also bevor ein Asphalt reinkommt. Gell? Die lassen nicht den Graben da jetzt einen Kilometer lang aufstehen, die fahren dann durch und die dürfen dann erst schließen. Nee, die arbeiten weiter. Hm. Aber so früh wie es nur irgendwie geht, gell? Ja, und da hast du, ist mir jetzt auch ein Begriff, eine Siebschaufel? Bodenrecycler nennt sich das Gerät. Okay. Stimmt, ist auch aktiv? Ja, ist eine Drei-Wellen-Technologie. Das ist der B180 F20S. Und das F20 steht, dass er eine Siebwelle drin hat und macht ein Körnkorn von 0 bis 20. Jetzt will ich aber mal fahren. Du willst jetzt fahren, ja. Aber was soll ich machen? Ich versuche mal den da. Den Universalverdichter. Ja, da musst du mir aber erst mal zeigen, wie ich den... Haben wir einen Baggerfahrer, der mir was sagen kann? Baggerfahrer haben wir auch einen. Der kommt da hinten. So, Stefan, dein Bagger, 936er Kompakt, Kurzheck. Jawohl. Und du meinst, das Ding macht Laune? Macht richtig Spaß. Ja? Ja. Ich sehe, du hast ja auch wirklich die Komplettausstattung, ne? Du hast zwei GPS-Antennen. Das heißt, du hast eine 3D-Steuerung. Jawohl. Das heißt, du kannst mit der Löffelspitze jederzeit genau sehen, wo bist du in den drei Achsen. Genau. Höhe, Lage. Und was haben wir jetzt hier? Ein MTS Rover. Der muss jetzt nicht in dem Koffer stehen. Das heißt, den könnte ich jetzt theoretisch, wenn ich eine Vermessung mache, auch hier rausnehmen. Holst du den aus der Hand. Das ist halt ein Feature bei MTS, dass man den da reinstellen kann. Erleichtert die Arbeit. Nicht so blöd, ne? Du könntest jetzt hier mit Sachen aufnehmen, Gelände aufnehmen, wird hier gespeichert. Ja. Warum habt ihr die jetzt hier so aufgebaut noch? Der hat ja eine Baggersteuerung, der hat ein Toughpad, die können ja von hier aus nicht da reingucken. Und dann übertragen wir diese Daten hier nach außen auf dieses Tablet. Und dann sieht der Kunde, der jetzt hier steht, auch das, was der Baggerfahrer sieht. Okay. Dafür haben wir das hier gemacht. Das heißt, du siehst auf dem Tablet, Toughpad hast du gesagt, das ist quasi eine robuste Ausführung, die kannst du mal in den Dreck schmeißen, ohne dass du gleich... Yep. Tränen in den Augen, Chris. Bist du da rangegangen und hast gesagt, ey, wir wollen einen Bagger mit 3D-Steuerung hier? Oder warst du skeptisch oder neugierig? Ich bin eigentlich, mich hat das interessiert, beziehungsweise wir hatten ein Projekt mit einem Partner zusammen und der hat gesagt, er will das Projekt im 3D abwickeln. Und dann hieß es, zufällig ist morgen und übermorgen hier noch Schulung. Da kannst du dich gleich mal hier hoch und dann zeige ich dir das alles, wie das funktioniert. Und so bin ich eigentlich wie dazu gekommen. Hast du hier auch Eingriff in die Steuerung oder musst du steuern und siehst einfach nur, wo du positioniert bist? Ich muss nur steuern. Also Eingriffe habe ich keine. Okay, das heißt, du könntest jetzt nicht sagen, ich ziehe einfach und der hält die Höhe oder sowas. Würde es das geben als Option?
Die gibt es schon, ja. Okay, also wäre eine Option. Als ich angefangen habe mit der ganzen Baumaschinen-Thematik, da habe ich schon die ersten Steuern gesehen. War damals ja ein Riesenthema, kannte kaum einer, aber die es kannten, haben gesagt, nie mehr ohne. Wie ist das bei dir? Genau so. Soll man nicht glauben, was das Erleichterung ist, wenn man überlegt, wie viele Pflöcke früher man geschlagen hat. Und dann hast du mit dem Bagger aufpassen müssen, wo fahre ich hin, dass ich nicht so die ganze Pflöcke wieder umnähte, weil der Kabo hat dann den Kopf runtergerissen. Wenn der Vermesser wieder rausfahren hat, können die Pflöcke reinmachen. Das braucht man halt alles nicht mehr. Ja. Ist alles digital drin. Ich wähle die Linie an, wähle den Punkt aus. Und da, das Ding führt mich dahin, wo ich hin muss, und dann geht's ab. Aber wie ist es denn bei euch? Gibt es immer noch Bagger in der Größe, die es nicht haben? Oder habt ihr im Prinzip gesagt, wir machen jetzt alles drauf? Also unsere Bagger, also unsere Kettebagger in der Größe, sind alle ausgestattet. So, und dann hast du die Daten drauf. Das heißt, du hast einmal Soll-Daten, aber dann nimmst du auch Ist-Daten auf. Das heißt, du baggerst und dann merkt er sich, okay, bis hierhin habe ich gebaggert, das ist jetzt mein Ist. Und das wird gespeichert oder wie ist das? Nee, das, wenn ich was speichern will, dann muss ich das selber machen. Okay, also, aber du könntest es speichern. Ich kann speichern, kann mit dem Tablet, wo ich drin habe, kann ich Punkte messen, ich kann Linie aufmessen. Wie jetzt den Stütze, wo man da sieht, kann ich zum Beispiel als Punkt aufmessen, wenn das ein Eilaufschacht ist, wo man wieder zudeckt, wo man wieder separat aufgraben muss, dann messe ich auf. Und wenn du dann in 20 Jahren sagst, okay, wir wollen da jetzt, da liegt ein Schacht, ist aber nicht angebunden, wollen wir aufmachen, genau. Machst du auf einen Zentimeter, fräst du das auf. Sozusagen, ja. Ist eigentlich Wahnsinn, ne? Oder? Ja. Ich meine, wenn man das aus der alten Zeit kennt, dann hattest du immer die Pläne, oh shit, Kabel angebaggert, da war nicht im Plan. Ja, von daher ist das nicht schon heute, dass man eigentlich sagen müsste, okay, wenn ihr hier was in der Stadt machen wollt, bitte so, sonst nicht? Oder? Das ist die Zielsetzung, die dazu kommt. Ja, aber es liegt doch auf der Hand eigentlich, oder? Ja, sicherlich liegt auf der Hand. Das müssen die Leute aber erkennen. Das ist jetzt ein gutes Beispiel, was er hier anspricht. Der größte Nutzen. Wer hat den größten Nutzen vom Thema BIM? Ist doch der Auftraggeber. Ja, haben der doch baut jetzt hier eine Straße und in 10 Jahren wird ein Anschluss gesucht. Da machen die heute Suchgräben, da wird das halbe Dorf aufgegraben. Also ich sag mal, ich würde das Bild viel größer sehen. Weil wenn du heute eine innerstädtische Baustelle hast, sag mir mal einen, der sagt, ach, ich freue mich, dass jetzt eine Woche gesperrt ist, die Straße. Und vielleicht wäre es ja nur ein Tag statt 2 oder 3 Tage, wenn du weißt, okay, die brauchen nicht lange suchen, die sind sofort on point. Könntest du jetzt zum Beispiel auch speichern, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber wenn du jetzt sagst, du hast meinetwegen jetzt das Rohr verlegt, dann kommt halt eine Schüttung, was weiß ich, Kies drauf. Und du könntest dann sagen, okay, hier ist die Kiesschicht und zur Dokumentation setze ich hier nochmal einen Punkt, dass man auch wirklich weiß, okay, Rohr, 30 cm Kies, alles Mögliche. Ja. Ich kann die homogenen Bereiche kann ich aufnehmen, die Materialien, die ich da einbaue. Wenn da jetzt Fels ansteht, also im Ursprungsgelände, dann kann ich diese unterschiedlichen Schichten mit dem Baggerlöffel aufnehmen und dokumentieren. Die kann ich später in eine GIS überführen. Was ist GIS? Was ist GIS? Ein Informationssystem, wo dann ein Auftraggeber später nachgucken kann, oh, in Haiingen im Innovationsweg, da ist in der Lage dieses Gestein. Oder okay, da liegt diese Leitung. So. Was du sonst gar nicht gehabt hättest, weil da müsstest du wirklich erstmal Bodenproben oder was weiß ich. Oder hier, genau. Wie heißt das hier mit diesem? Ramsondierung. Eine Ramsondierung. Ja. Damit macht man das, glaube ich, auch, ne? Ja, es gibt ja normalerweise, werden Bohrungen oder so gemacht und ein Baugrundgutachten wird dann erstellt. Ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt, das ist ja schon relativ weit gedacht, aber ja. Ich meine, du hast es by the way, du kriegst es quasi gratis. Du kriegst es gratis und vor allen Dingen, du holst später keinen 17 Ordner aus dem Regal und gehst da suchen, die Aufmaße, du hast das auf dem Stick, der steckst in den Kasten da rein. In 10 Jahren treffen wir uns wieder hier, Stick rein, bumm, führt das System dich da an die Stelle und sagt dir, was da ist, und das ist dann auch. Das heißt, wir fangen mit einem Plan an. Und wenn wir mit der Baustelle fertig sind, dann ist der Plan noch ergänzt um viele weitere Informationen, die du in 10, 20, 30 oder 100 Jahren kannst. In 10 Jahren siehst du genau das oder findest du genau an der Stelle das, was dahin geplant wurde, plus die Dinge, die du im Zuge der Baumaßnahme noch findest, die vorher keiner gewusst hat. So, und apropos Maßnahme, ich mache jetzt mal die Maßnahme. Genau. Du zeigst mir jetzt mal, wie ich jetzt hier verdichten kann. Guck mal, das läuft doch hier. Es gibt etwas zu beachten. Wir schalten den Anlaufverdichter immer in der Luft an und in der Luft aus. So, und jetzt kannst du dann aufdrücken und rechts rüber. Jetzt umsetzen. Das Schöne mit dem Gerät, du könntest jetzt auch schräg verdichten. Und zwar diese Schrägung von dem Schüttmaterial, was da liegt. Ja.
wenn du jetzt den entsprechend den Arm beiziehst und dann schräg stellst, kannst du das schön von hier so schräg andrücken. Okay. Alter, das ist jetzt aber auch schon wirklich Premium-Klasse hier, ne? Das ist Learning by Doing. Je mehr du damit arbeitest, umso besser geht es dir später von der Hand. Das ist wie im jungen Alter von 15. Muss vielleicht nicht so ein Grobmotoriker hier auf den Bagger setzen. Ja, das ist ja kein Thema. Rom ist auch nicht an einem Tag gebaut worden. Guck mal, aber hier ist jetzt noch gar nichts verdichtet, ne? Bis jetzt noch nicht, du machst das ja jetzt. Gut, jetzt weiter oben. Jetzt wieder rüber. Wird das jetzt aufgezeichnet hier im BIM? Nein, das wird hier bei dem System jetzt nicht aufgezeichnet. Dafür brauchst du einen speziellen Verdichter. Die Möglichkeit haben wir bei unserem Anbauverdichter V8, aber das kann ich dir später zeigen. Sagst du mir noch die Artikelnummer? Hier von dem Universalverdichter. Nee, ja. Schwaben Power 1. Oh, das ist ja einfach. Und hier das Gerät ist halt jetzt zugelassen für die Rohrleitungszone bis 1 Meter über Rohrscheitel. So, zeig uns mal an, bitte, wie viel 1 Meter über Rohrscheitel ist. Grob. Ungefähr so. Ja, ich habe meine Brille nicht auf. So, bis dahin müssen Sie es dann mit dem handgeführten Stamm verarbeiten. Mit 20 cm Schüttlage. Hier mit dem Gerät 40 cm Schüttlage. Ist also effektiver, wirtschaftlicher und eine wesentliche Arbeitserleichterung, weil kein Mann da unten in dem Graben die Emissionen einatmen muss und so weiter. Das ist der Hammer, ne? Ja, das ist Weltklasse. Aber kennst du den Unterschied durch die Automatisierung? Mal kleine Scherz am Rande. Früher war das so, die Baggerfahrer, die hatten immer so ein Trömmelchen gehabt, gell? Mhm. Und die Männer am Graben, die waren schlank. Durch die Geräte wird das jetzt anders, da haben die ein Trömmelchen und die Baggerfahrer werden schlank. Echt krass. Guck mal, du musst überlegen, ne? Ich habe das noch nie gemacht. Also das habe ich noch nie gemacht. Und das macht richtig Spaß. Das macht Spaß. Das. Vor allen Dingen, wenn du das vorher mit der Hand gemacht hast. Mhm. Und was sehen wir jetzt als nächstes? Ja, ich würde sagen, wir gehen zu dem anderen Verdichter hinten. Du wolltest doch mal sehen, wie man die Verdichtung dokumentiert in der Baggersteuerung. Damit man sieht, ob man verdichtet hat, wo man verdichtet hat. Abgemacht. Ich habe ja mittlerweile auch, glaube ich, verstanden, dass BIM nicht nur heißt, dass wir die ganzen Daten hier haben und alles protokollieren, sondern dass BIM ja viel mehr ist, nämlich auch so ein Umdenken, ne? So Kultur, Kommunikation oder so, oder? Kommunikation ist ganz wichtig, deswegen auch Information, Information und nochmal Information. Das I im Kürzel BIM ist ganz entscheidend. Stell mir wirklich die Frage, wenn du von öffentlichen Großprestigeprojekten hörst, wo es da mal nicht so glatt lief, dann dachte ich, hatten die denn das da nicht? Und dann forschte mal nach, doch, die hatten das auch, aber dann war irgendwie die Kommunikation nicht richtig, die Leute haben nicht zusammengearbeitet. Das heißt, das ist ja jetzt kein Freifahrtschein, dass du dann sagst, Knöpfchen drücken und jetzt läuft's. Nein, absolut. Du musst dich vor Baubeginn, musst du dich mit allen Protagonisten an einen Tisch setzen, die Sachen ganz klar abstimmen, besprechen und dann kann gearbeitet werden. Und so vermeidest du Probleme und hast einen zügigen Bauablauf. Es ändert sich dahingehend heute, ist der Planungsaufwand bei einer Maßnahme gering, dann geht der Aufwand los mit der Arbeit, mit dem Vermessen während den Arbeiten und die Abrechnung. Das geht also, das steigt an. Wenn du nach BIM arbeitest, ist der Planungsaufwand am Anfang wesentlich höher, weil der intensiver und genauer sein muss. Und dann geht das leichter von der Hand und diese Aufwandskurve, die fällt nach unten. Nach hinten habe ich es viel leichter. Ich kann schneller, störungsfreier arbeiten. Ich kann effektiver und sauberer abrechnen. Also die hohen Nachträge fallen weg, die Mehrkosten, das Nachmessen, weil einfach nach Plan abgerechnet wird. Du kannst also sagen, hier hast du ein Stück Straße, 950.000 Euro. Bumm. Guck mal, jetzt hören wir gerade im Hintergrund auch den Trecker. Ja. Und auch die Landwirte haben das ja mittlerweile auch, ne? Der weiß ja zum Beispiel jetzt auch, auf welcher Spur fährt er, wie ist da der Düngemittelbedarf. Die Landwirtschaft ist der Baubranche um ein Vielfaches voraus. Die Mähdrescher heutzutage, die sind all Satelliten gesteuert. Pure Wahnsinn, die haben das schon lange, gell? Und jetzt haben wir hier einen Mobilbagger, einen 918er, der Marco. Komm doch mal runter. Du bist jetzt von Leonhard Weiß. Ja. Ist ja Leuten, die so ein bisschen sich auskennen im Begriff, ne? Und ich glaube, ich habe euch schon mal besucht und habe mal was über eure LKW-Flotte gedreht. Ist aber schon ein bisschen her. Sag mal einfach deine ehrliche Meinung zu dem ganzen Tablet, GPS-Steuerung. Was bringt das für dich? Der große Vorteil darin ist,
dass man im Vorfeld keine Vermessung braucht vor Ort auf der Baustelle, weil der Maschinist kriegt praktisch die Daten und den Plan direkt ins Gerät und kann darüber sich auch selbstständig kontrollieren und kann sich frei auf der Baustelle bewegen und weiß immer genau, wo sich befindet. Ja. Und bei der Absteckung ist es dann oftmals so, wenn man dann irgendwie eine Auffüllung macht zum Beispiel, dann verschwinden die Höhen oder man geht in die Tiefe, dann muss man die Höhen wieder übertragen in die Tiefe, wo man sie dann braucht. Und beim GPS-gesteuerten Bagger hat man immer die Messspitze direkt auf dem Löffel dann letztendlich. Du bist jetzt auch nicht erst 20, du machst das wahrscheinlich auch schon ein bisschen länger, oder? Ja. Und wahrscheinlich bist du auch noch quasi analog ohne GPS-Steuerung angefangen. Und wie war das? Da bist du morgens angefangen und hast auf den Vermesser gewartet, auf denjenigen, der die Flöcke einschlägt und wo du dann siehst, okay, hier muss ich jetzt, hier geht's lang. Genau, der Vermesser war vielleicht auch schon einen Tag vorher da, hat dann genau dort, wo dann die Baugrube hin muss, diese Flöcke eingeschlagen. Dann muss man die zuerst rausversichern, weil sonst fallen die ja weg, wenn man die Grube gräbt. Ja? Und somit war erst der Aufwand, das gleich rauszuschlagen, dann oder rauszuversichern, dann konnte man die Grube machen. Und dann später musste man sie dann wieder reinschlagen, wenn man dann letztendlich dann ein Betonteil versetzen wollte. Ich habe neulich mal ein Video gemacht, da ging es auch so um Automatisierung von Baustellen. Und da gab es viele Kommentare, die schrieben dann, ja, die Leute werden immer entmündigter oder irgendwie. Aber eigentlich, jetzt ist doch dein Arbeitsalltag vielseitiger oder verantwortungsvoller, oder? Erstens das, man sieht, es ist auch übersichtlicher für den Fahrer, wenn er nicht nur irgendwelche Nadeln sieht und Höhen dran sind und die Höhen sagen grundsätzlich erstmal gar nichts aus, weil oftmals sind die ja nicht mal in der richtigen Lage, weil man dann anhand von dieser Markierung muss man dann runterrechnen. Das ist ein großer Vorteil, dass man sich halt schneller auf der Baustelle zurechtfindet. Wie sieht denn jetzt dein Start in den Tag aus? Wie kriegst du denn die Daten in die Maschine rein? Man kann sie entweder digital wie über eine E-Mail kriegen oder über einen Stick. Man lädt sie auf, spielt sie auf und dann hat man die Daten im Gerät. Ja, und wie machst du das meistens so in der Praxis? Mit einem Stick oder hast du dann E-Mail hier, neues, flächenlos meistens heute? Meistens über einen Stick. Ja, und jetzt hast du natürlich aber wirklich die absolute High-End-Ausbaustufe. Du hast das hier, alles digital, 3D und du hast einen Tiltrotator. Und ich traue mir vieles zu. Ich kann auch fast alles bedienen, aber immer wenn ich Tiltrotator fahre, dann habe ich aber hier komplett Überforderung. Aber es ist dann wirklich wie eine Hand am Bagger. Ne? Finde ich genial, setze ich auch hier immer mehr durch. Aber es kommt ja der Zeitpunkt, an dem möchte ich auch noch mal selber hier ein bisschen was leisten, damit es auch vorangeht auf der Baustelle. Dafür brauchen wir die. Ja, weil absolut. Ich habe gehört, um 18 Uhr ist Bauabnahme hier. Nö, also wir nutzen normalerweise immer Tageslicht aus. Ich meine, 23.30 Uhr arbeiten im Tiltrotator, kommt auch noch cool rüber, oder? Mhm. Können wir jetzt auch mal gucken hier. Alles, was er da macht, seht ihr dann auch da, gell? Das ist der Lauf der Straße, der ist jetzt hier so visualisiert, aber die Kurve und so, das ist wirklich 1:1. Alles 1:1 so aufgemessen. Ja, Wahnsinn. Hier ist er jetzt zum Beispiel, kann der die Schüttlage jetzt einstellen. Er weiß, dass er einen V8 dran hat, dann wählt er den V8 aus und dann schlägt das System ihm sofort die 80 cm Schüttlage vor, weil dazu hinterlegt ist, dass das die maximale Schüttlage ist. Okay. Jetzt könnte er aber auch sagen, nee, ich will nur 60 cm machen. Da kann er also eingreifen und diese Schüttlage korrigieren, so wie er sie braucht. Die Konfiguration jetzt des Anbaugeräts hat dann keinen Einfluss, dass er sagt, okay, du kannst 80 cm, jetzt hast du auf 30 und dann mache ich weniger Leistung? Nö, die Leistung wird ja dadurch vom Anbau für dich dann nicht eingeschränkt. Du bist halt schneller fertig, klar. Okay. Ist ja logisch, gell? Okay, also du machst mehrere Übergänge. Bis halt die Verdichtungskontrolle dann sagt, okay, jetzt ist Haken auf grün. Ich kann mit 80 fahren, aber wenn er nur 30 einbauen kann, weil die Vorgabe so ist, dann hat er halt nur 30. Muss er halt weniger drauf oder nicht so lange mit dem Verdichter einsetzen, bis das verdichtet ist. Aber das sagt der Verdichter ihm ja. Gell? Ich probiere das jetzt mal. Probier du das mal. Jetzt macht er extra eine Protokollierung für mich, damit er später sagen kann, ich war es nicht. Seht ihr, wie einfach ist? Selbst der André kriegt das. Ja, ja, selbst der Vollidiot. Nee, das hast du gesagt. Hier ist aber auch wirklich alles dabei, ne? Das Standard-Display, Umfeldkamera. Was ist das jetzt hier? Das ist ja noch ein Display. Vom Tiltrotator zum Betrieb des unteren Wechslers. Okay. Der obere Wechsler, also das Liquifix-System, wird rechts mit dem gelben Teil gesteuert, von Liebherr, neben deinem Arm. Ja. Und damit wird der untere Wechsler gesteuert. Dieser Anbauverdichter, der hat hier einen sogenannten Auflastassistenten. Ja. Dieser Auflastassistent
sagt dir oder zeigt dir dann letztlich im Display an, ob du noch fester drücken sollst oder weniger drücken sollst oder optimal drückst. Mhm. Pfeil nach unten, Pfeil nach oben oder so. Dafür ist der Auflassassistent. Er zeigt dir jetzt an, dass er in der höchsten Frequenz des Anbauverdichters läuft, X3, 310 Bar, 220 Liter. Und er fährt jetzt mit 60 Hertz. Höchste Schlagzahl, also höchste Energie vom Anbauverdichter. Und jetzt tust du den ebenflächig aufsetzen und lässt ihn dabei laufen. Immer gedrückt halten und aufsetzen. Siehst du, jetzt sagt er, du sollst noch mehr drücken. Dann drück mal noch mehr drauf. Noch viel mehr ist nicht, ne? Ist gut. Noch ein bisschen. So ist gut. Ja, okay. Jetzt müsstest du wieder mehr drücken. Da zeige ich dir halt. Jetzt machen wir den Löffel extremer zu. Also mach mal. Siehst du? Jetzt spielt er ein bisschen verrückt, weil das sind jetzt Fehlhaltungen, Fehlstellungen, sage ich mal. Da kommt jetzt ein Ausrufezeichen. Hier stimmt was nicht, gell? Ja, der dreht völlig durch. Da zeige ich dir alles an, gell? Du brauchst keine Angst haben, du machst nichts kaputt. Schön ebenflächig aufsetzen. Ah, bisschen zurück. Gut. Okay. Wie lange? Jetzt setz mal um. Lass ihn laufen und setz um. Geh mal daneben. Also das ist aber auch echt krass. Eben, bisschen zu dir. Ja. Jetzt guck mal in dein Display, ob du da irgendwas angezeigt bekommst. Jo, der ist was grün. Was siehst du da? Grün. Ja, ist verdichtet. Ey, krass. Das ist ja wie Tetris spielen. So ungefähr. So, ich muss alle Felder auf grün machen oder vier gewinnt. Wobei mit vier Feldern kommst du hier nicht so weit. Das ist jetzt ungünstig, was du gerade machst. Du musst den ebenflächig aufsetzen, das ist wichtig. Lass den Joystick mal, mach mal aus. Lass aus, Kipphebel. So, jetzt machst du mal den Kipphebel in die andere Richtung. Ja. Okay. Merkst du was? Jetzt läuft er in der Frequenz X1. Das heißt, der hat eine niedrigere Schlagzahl, eine niedrigere Frequenz. Jetzt setz den mal auf. Dann verdichtest du mal damit. Drücken. Bisschen Löffel auf, zuspielen mal. Wie viel Hertz sind das? Siehst du? Das sind jetzt 38 Hertz ungefähr. Ach, guck mal, da kommt jetzt der Haken im Display. Das heißt, jetzt habe ich auch den Joker bekommen. Ja. Ist genau. Auch grün. So, jetzt fragst du dich sicherlich, wofür ist das gut? Die unterschiedlichen Frequenzen, die setzen sich unterschiedlich beim Material ein, je nachdem, was ich für ein Material auf der Baustelle vorfinde. Und jetzt bleibe ich so lange drauf, bis wieder der Haken kommt. Yep. Da hat natürlich jetzt auch so einen Belohnungseffekt. Man freut sich jetzt, wenn der Haken grün wird, ne? Einwandfrei. Das ist immer besser, merkst du? Je öfter du damit arbeitest, umso einfacher geht es da von der Hand. Du musst Gefühl dafür kriegen. Ja, das ist ja nicht so, als wenn ich da gerade ein bisschen Mensch ärgere dich nicht spiele, gell? Nee, das ist schon... Und klar, du hast natürlich auch ein bisschen den Gedanken, vorsichtig zu sein, damit du keine Schäden produzierst. Das ist schon geil. Und was mich gerade so ein bisschen flasht, ist einfach, ich habe hier das Schachbrett und die ganze Straße hier wird so nach und nach grün. So, jetzt kannst du ja mal in deinem Display gucken. Ja. Dieses, jetzt kann ich ja quasi hier drüber gehen. Das wird ja abgespeichert, gell? Über die Software, die wir haben, dann auswerten und dem Auftraggeber als Verdichtungsnachweis vorlegen. Pass auf, ich will nicht unterbrechen, aber ich muss Leistung machen hier. Du musst Leistung machen? Okay. Ich rede mal mit der Firma Schrodebau. Wir brauchen auch gute Baggerfahrer. Da wärst du übrigens jeden Abend auf der Schwäbischen Alb und könntest dann die gute Küche hier genießen. Ich habe ja wunderbar jetzt hier gearbeitet, keine weißen Flecken mehr, zumindest in meinem Gebiet. Ja. Und du hast jetzt auf jeden Fall gemerkt, das waren ja nur noch so Zwischenräume. Das ging ja jetzt auch deutlich schneller, ne? Ja, weil das dir auch leichter von der Hand geht. Du kriegst ein Gefühl dafür. Und ich bin auch froh, dass ich einen Anwendungsberater hier an meiner Seite habe, der mir jetzt nochmal den Tipp gegeben hat, hier so ein bisschen
das Löffelspielchen zu machen. Oftmals stellt sich ja die Frage, wie fest drücke ich auf das Ding drauf. Gell? Jetzt hat dieses Gerät, ist ja Hightech, der hat den Auflassassistenten. Jetzt hast du den aber nicht, den Auflassassistenten. Wir arbeiten da mit der statischen Last des Baggers bei unseren Anbauverdichtern und wir arbeiten mit einem Drittel vom Baggergewicht. Das heißt, statische Last, wir drücken beim Bagger da drauf. Mhm. Deswegen sind die Gummipuffer auch so schlecht angestellt. Gell? Mhm. Wenn ich ein Drittel vom Baggergewicht habe, ist das hier 9,18, drücke ich schon mit 6 Tonnen da drauf, da habe ich die Verdichtung noch gar nicht an. Wie merke ich denn jetzt, dass ich mit einem Drittel vom Baggergewicht ohne das Gerät, also ich habe den Auflassassistenten nicht, woran merke ich das? Dass er sich ein bisschen aus den... Ganz genau. Und dann ist egal, ob das ein 1,5 Tonner ist oder ein 100 Tonner Bagger. So, und jetzt zeige ich da aber mal, was möglich ist. Setz den Anbauverdichter mal auf den Boden auf, ohne Vibration bitte. Mhm. Langsam. Hast du kein Parkinson, oder? Ja, ist eine Gummikuh. So, jetzt drückst du den Bagger mal hoch, ohne Vibration, bis ich Stopp sage. Gut. Siehst du was? Da passiert gar nichts. Statische Last des Baggers. So verdichtest du nicht. Gell? Das macht man nicht. Ich will das nur mal demonstrieren, weil viele haben da Angst, drauf zu drücken. Ich muss ja, wenn ich 80 cm Schüttlage verdichten will, muss ich ja schon eine Energie in den Boden bringen. Gell? Aber das ist krass, weil wenn ich jetzt hier wirklich mich reindrücke, ne? Weil mehr geht ja dann auch nicht, wenn er sich quasi raushebt. Du siehst an den Gummis, siehst du jetzt ein bisschen Spiel, aber jetzt auch nicht mehr großartig. Wenn du den jetzt nochmal ablässt, den Bagger, in den Normalbereich, wie du arbeiten würdest, noch ein bisschen ab, noch ab, noch ab, noch ab, noch ab, machen wir gut. Ich soll den ebenflächig aussetzen, gell? Schlechteste Verkantungssituation. Die kann aber mal passieren, wenn da ein Stein liegt, den du nicht siehst. Jetzt mach mal einfach Löffel auf oder zu, ist egal. Weiter, 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 weiter. Gut, jetzt kriegst du eine Verkantungssituation. Jetzt kommt das Rote nahe zu dem Grauen. Und vorne geht das Rote von dem Grauen weg. Ja. Die will ich vermeiden, weil sonst komme ich irgendwann Metall auf Metall. Und das kann natürlich zu Schäden führen. Das wollen wir nicht. Aber so kann ich ohne Auflassassistenten mich selber kontrollieren, wie fest ich drücken kann. Aha. Also ich kann den Verdichter hier jetzt theoretisch auch eine 35-Tonnen-Bagger machen, den drücke ich da genauso hoch. Da passiert noch nichts. Aber nochmal, das System XMV, das kann dir keiner verkaufen, das hast du oder hast du nicht. Gesunde Menschenverstand. Und er hat insgesamt 3 Schaltfrequenzen und er hat noch einen Vorteil, das ist ein WAE-Verdichter, wenn du mal seitlich den Verdichter drehst. So, da siehst du die Bezeichnung V8-WAEX3. V8 ist Verdichter 8, also 80 breit, 80 Schüttlage. WA ist Wechseladapter, ich kann die untere Platte wechseln, gegen eine andere Platte austauschen. E, das kann ich elektrisch machen. Das heißt, ich muss nicht aussteigen, um irgendwas am Verdichter zu bedienen, um die Platte zu wechseln. Das ist wie eine Art Schnellwechsler. X3, 3 Schaltfrequenzen. X1, X2, X3. X1 und X3 hast du kennengelernt. X2 nenne ich immer die Schwiegermutterfrequenz. Wenn du in Ortslagen arbeitest, da rappeln ja immer die Tassen im Schrank. Mhm. Lässt sich ja nicht vermeiden, so ein Gerät macht ja Erschütterungen. Das kann man nur minimieren. Und da gibt es diese X2, das ist eine gebäudefreundliche Frequenz. Die Erschütterung geht dann in den Boden rein, die wandert zur Bodenplatte. Und die ist aber dann nicht mehr so extrem, die Erschütterung. Ich kann es nur minimieren, ganz ohne geht es nicht. Jede Rüttelplatte erzeugt ja Erschütterungen. Mhm. So. Und jetzt die Frage, warum machen wir den Anbauverdichter in der Luft an und aus? Damit er einmal Platz hat, um das Erregermoment um auf aufzubauen. Tour zu kommen, genau. Und wann hat denn ein Verdichtungsgerät, egal welches, die höchsten Erschütterungswerte? Beim Einschalten und beim Ausschalten. Ein Walzenzug schaukelt sich hoch und schaukelt sich runter. Stimmt, das merkst du. Wenn der Walzenzug steht und der geht an, und damit ich diese Anfangs- und Enderschütterung nicht in den Erdreich kriege, die dann zu Erschütterungen für dem Haus, mache ich den in der Luft an, in der Luft aus. Okay, aber ich könnte den jetzt auch hier anmachen, mal, um was mal zu testen. Ja, dann kommt er aber schwerer auf Touren. Das ist nicht gesund für den Anbauverdichter, das halte mal fest. Und die Frau da oben im dritten Stock, die wird der wahrscheinlich Blumentöpfen hier durch die Glasscheibe schmeißen. Okay, und hier zwischen, wo die Pfeile sind, das sind Staplertaschen? Das sind Staplertaschen, um den ordnungsgemäß auf der Baustelle sicher zu transportieren. Unter dem EVA-Schild ist eine Lichtmaschine. Die Lichtmaschine erzeugt den Strom zum Betrieb des Displays. Wir kriegen also den Strom nicht vom Bagger. Wir Ach so, ihr seid Strom quasi selbst. Autark. Ja. Ihr habt nur Hydraulik, ihr braucht keine Elektrik noch.
So, dann haben wir hier vorne die zwei Hydraulikanschlüsse unter dem Schild MTS Schwaben Power. Ja. Da schließe ich dann die Spundwandklemme an. Dann geht dann von der Spundwandklemme unten der Schließzylinder auf und zu, um die Diele, die ich rammen will, festzuhalten oder zu lösen. Wenn ich jetzt mal weiter drehst, auch hier haben wir wieder unser Röhrchen für die Bedienungs- und Wartungsanleitung immer an Bord. Aber mein Flachmann passt da nicht rein. Nee, aber ein Bierflasch. Plus die schäumt beim Öffnen. Cocktailshaker, oder? Ja, ja, das da wäre es auf jeden Fall gut geschüttelt. Oh, du bist aber nicht gerührt. Ja, genau. Pina Colada, gell? Ich kann in 360 drehen, oder? Ja. Hier ist der Antriebsmotor. Der sorgt letztlich dafür, dass der Anlauf nicht dann nicht stehen bleibt, wenn ich den voll belaste. Du musst ja mal so sehen, wenn du jetzt eine handgefüllte Rüttelplatte hättest, selbst die größte, die es gibt, und du würdest dann mal einen Bagger drauf drücken, die wird ja stehen bleiben. Du hast den Erreger und der Erreger ist aber anders, der hat nur einen Antriebsmotor, dass der quasi die Rotation immer beibehält. Der Antriebsmotor ist auf der rechten Seite, das graue Element, der erzeugt dann die Vibrationen. Ja, ja, ja. Mhm. Also X1 langsam für bindiges Material und X3 schnell bei Schotter. Aber ich kann mit allen drei Frequenzen an sich jedes Material verdichten. Es dauert nur unterschiedlich lang. Das war eindrucksvoll. Obwohl man ja natürlich gar nicht so Rock'n'Roll außen hat, aber wenn du merkst, dass du auf einmal auch diesen Dreh raus hast, gerade mit diesem Trick, so ein bisschen den so zu rollen, und dann läuft das auf einmal. Und jetzt will ich noch was dazu sagen, das ist mir, liegt mir jetzt persönlich auch am Herzen. Das will ich dir euch schon vermitteln. Da steht Schwabenpower drauf. Gell? Schwabenpower bedeutet jetzt nicht nur, dass wir diese tolle Technologie da haben und mir damit 80 cm Schüttlager machen können. Schwabenpower bedeutet auch, wenn du so ein Gerät von uns kriegst, machst du einen Einweisungstermin. Da kommst du vorbei. Du dann auf der Baustelle von mir erklärt. Allein und das dann, ist ja schon die dann Hälfte dann arbeitest wert. Du da. Ich bleib dabei und wenn ich 5 Stunden neben euch stehe und gucke euch zu und sage, oh, das ist gut, das könntest du vielleicht anders machen, hast du noch Fragen oder du hast eine Idee. Aber jetzt sag mal ganz ehrlich, dann so. Dann erkläre ich dir montags. Jetzt hast du einen schlechten Tag, da rufst du mich mittwochs an, ich habe das vergessen, weil ich am Sonntagabend eine geballert habe. Da rufst du mich an, da komme ich am Donnerstag wieder. Das ist auch Schwabenpower. Das ist wichtig. Was nutzt mich das tollste Gerät, wenn der Baggerfahrer nicht weiß, wie ihn da bedienen soll? Der macht nur Schäden und ärgert sich schwarz. Der schädigt sein Nervenkostüm, der macht den Bagger kaputt, den anderen verdichter oder den Kanal. Jetzt hast du mich auf dem Bagger gesehen, ne? Völliger Neuling. So. Du bist Ausbilder. Ja. Wie würdest du das, doof angestellt oder geht's so? Oder? Nee, hast du eigentlich recht gut gemacht. Du kannst das ehrlich sagen, ne? Ja, man sieht, man wusste halt, dass du nicht weißt, welcher Knopf für was ist. Ja. Hätte es dir vielleicht noch mal genauer erklären sollen am Anfang, aber dann ist es doch, hast du schnell dazugelernt und hast es gut eingeprägt und bist dann eigentlich zügig vorankommen hier. Jetzt kommen wir wieder zum BIM zurück und es ist alles jetzt eingebimst quasi. Ist alles eingebimst, genau. Wir haben dokumentiert, dass wir da verdichtet haben und das können wir dem Auftraggeber gegenüber nachweisen, diese grünen Flächen, weil das wird da so dokumentiert und das kann ich dann entsprechend auswerten in Papierform oder dateimäßig und das ist vor allen Dingen dann auch für den prüfbar. Es geht ja nicht nur darum, dass ich dem eine PDF-Datei da hinknall und der kann sich das angucken, hatte ich für Bild für einen Wohnzimmerschrank. Nein, er kann das prüfen nach allen erforderlichen, erdenklichen Möglichkeiten, die da gegeben sind. RIB-Dateien, wie also, auch immer. Also jetzt hier, Marco, in der Praxis, wenn du das jetzt hier gemacht hast, du gibst dann wirklich einen Stick, dann ins Büro und sagst hier, Maßnahme so und so. Ja, die Baustelle ist abgewickelt, ja, und dann über den Stick kann der Vermesser dann das weiterleiten. Was sagt denn jetzt so ein Vermesser? Also merkst du, dass die das auch extrem gut finden? Der große Vorteil an dem System ist, dass eigentlich der Bodengutachter keine Lastplatte mehr machen muss, also keinen Lastplattedruckversuch mehr machen muss, weil er das da über das hier schon dokumentiert worden ist, in jeder Lage. Die Fremdüberwachung wird dadurch nicht aufgehoben. Wenn du natürlich im Vorfeld mit deinem Auftraggeber das so vereinbaren kannst, dass das geht, kommunalen Auftraggeber wird immer noch einen Lastplattendruckversuch machen. Okay. Aber privaten Auftraggeber sagt, ich vertraue darauf, ist es vereinbart und das tun wir anerkennen. Und das ist auch irgendwo zertifiziert? Dass das nicht irgendwo heißt, naja, das... Ja, im Vorfeld tue ich ja eine Referenzfläche erzeugen, wo der Verdichtungsnachweis praktisch dafür erzeugt wird. Und das dient mir ja als Anhaltspunkt. Da ist mein Verdichtungswert, den ich erreichen muss. Und da weise ich nach, dass ich den auch erreicht habe. Also Spaß, Referenzfläche. Also sparst du letztendlich wieder hier Zeit und Geld.
Ja, so, genau. Und jetzt gucken wir mal da, weil wir waren jetzt fleißig in der Zwischenzeit und die Straße ist im Prinzip quasi in 0, nicht schon fertig. Und jetzt frage ich dich, da steht hier digitale Abrechnung. Was geht denn da jetzt noch? Digitale Abrechnung bedeutet, alles, was wir jetzt auf der Baustelle erfasst haben, mittels dem digitalen Baggersteuerung oder von dem Rover. Sag mal, jetzt sind in der Ausschreibung zum Beispiel 20 Straßenabläufe drin, gell? So, die sind so geplant. Die sollen noch genauso abgerechnet werden. Und ich tue mich ja zwischendurch immer noch mal kontrollieren und messe dann auch mit dem Rover nach und erfasse auch die 20 Straßenabläufe. So, jetzt haben wir da einen sogenannten Aufmaßassistent zum Beispiel. Und dann kannst du mittels dieser Software, die wir haben, kannst du ruckzuck die Baumaßnahme prüfen, die Aufmaße erstellen, alles nachweisen, das kontrollieren. Und am Schluss geben wir dem Auftraggeber ein Stück Straße und hätten gern 950.000 Euro. Dann gibt jemand Kostenschätzung am Anfang gemacht. So, und dann wird submittiert. Und da kommt eine Zahl raus. Sag mal, die Kostenschätzung ist jetzt 1 Million. Submittiert wird es für meistens ein bisschen billiger, kommt immer auf die Wirtschaftssituation, 900.000 Euro. Also submittiert heißt? Submittiert, also in die Submission, kommt die Submission rein, okay. Kriegt einen Zuschlag für 900.000 Euro. Und dann rechne ich die, wenn ich so arbeite, auch für 900.000 Euro ab und komme nicht damit geflogen und sage, ja, wir haben aber noch das gefunden, jetzt kostet einmal 1,2 Millionen. Da geht dann ein Rechnungsprüfungsausschuss, das sind Mehrkosten, können wir die genehmigen, nicht genehmigen. So. Und 3 Jahre später hast du dein Geld. Nee, ja, in der jetzigen Zeit, ja. Vielleicht nur 4 Jahre. Aber wenn man so arbeitet, ist die Zielsetzung, übertrieben gesagt, ich bin am Freitag mit der Baustelle fertig und am Montag kommt der Scheck, so nach dem Motto. Das wäre schön. Ja, gut, ich habe jetzt gesagt, welche Freitag. Ich habe gesagt, welche Freitag. So, Dietmar, also halten wir mal fest, ich habe das jetzt so verstanden, mit BIM bauen wir im Prinzip die ganze Baustelle wie so ein bisschen in einer Computersimulation komplett, von A bis Z. Mit allen Daten, die wir schon haben, sodass wir quasi eine fertige Baustelle in der Simulation haben. Und dann fangen wir an, hier mit dem Bagger aufs Feld zu kommen und dann legen wir los. Und wenn es gut läuft, wenn keine Unwägbarkeiten, klar, das hast du, kannst du immer haben, dass irgendwas passiert, was du vorher nicht wusstest, aber dann bist du relativ nah an dem eigentlichen Soll. Genau. Da würde ich sagen, wenn ihr euch jetzt auch ein bisschen über BIM informieren wollt, wir blenden mal eure Seite ein. Ja. Ihr habt da so ein paar Informationen und was ich eben schon gesehen habe, ich habe schon in der Hand gehabt, so ein ganzes Buch. Und das ist echt so interessant. Eigentlich habe ich gedacht, will ich mitnehmen, muss ich lesen. Obwohl ich jetzt demnächst keine Straßen bauen werde, wahrscheinlich, aber man weiß ja nicht. Aber die Frage jetzt an euch, kommentiert doch mal unter das Video, was ihr dazu meint. Wie steht ihr zu dem ganzen Building Information Modeling, zu diesen Technologien? Nutzt ihr das vielleicht schon selber bei euch im Betrieb? Würde mich interessieren. Ne? Also, ran an die Tasten und wir... Wir bauen jetzt Straßen. Komm, alles klar.